Gouache. 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 Was für ein wirklich extrem stranges Wort. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kritzelpixel hier auf eurem Kunstkrempel und Zeichen-Channel. Heute wird allerdings mehr gemalt, denn es geht um ein Malmedium, das wir bisher nur einmal auf diesem Kanal dabei hatten. Deswegen reden wir jetzt nochmal im Detail über eins meiner Lieblingsmedien, Gouache. Gouache, es heißt Gouache. Und ja, dabei werde ich heute unter anderem meinen neuen Gouache-Kasten von Karan Daj nutzen. Wow, man macht das mit dem Namen heute echt schwer. Für den Laien formuliert, Gouache ist deckende Wasserfarbe. Deckender jedoch als eure Deckfarben aus dem Schulmalkasten. Man sollte meinen, Deckfarben sind deckend. Krass. Da sollen die mal ein Battle mit Temperafarben machen, dann sehen wir weiter. Aber heute geht's um Gouache und das präsentiere ich euch zweigeteilt in zwei Videos, denn erstmal reden wir über die Besonderheiten von Gouache, dann gibt's eine Einkaufsliste mit Anfängertipps und im nächsten Video gehe ich detailliert auf die verschiedenen Techniken ein, denn alles zusammen wird einfach ein kleines bisschen viel. Was ist Gouache und was für Besonderheiten besitzt dieses Malmedium? Erstens, es trocknet enorm schnell, zumindest frisch aus der Tube. Je nachdem, wie viel Wasser man natürlich hinzufügt, desto länger ist der Trocknungsprozess. Ist ja logisch. Zweitens, es ist wirklich sehr stark deckend. Allerdings, drittens, mit Wasser anzulösen und zu verflüssigen, weswegen man viertens Aquarelltechniken nutzen kann, wenn man mit Gouache-Farben arbeitet. Das bedeutet, naja, Gouache ist so ein bisschen wie das Baby aus Acryl und Aquarell. Fünftens, man kann natürlich deshalb auch sehr gut Aquarellfarben mit Gouache mischen und echt tolle Effekte erzielen oder aber halt seine Gouache-Farben auch nochmal strecken und verändern. Insbesondere, wenn man günstige Gouache-Farben gekauft hat und mit dem Pigment nicht so zufrieden ist, zum Üben taugt das dann allemal. Sechstens, wir hatten kurz von Acryl gesprochen. Gouache gibt es auch in einer Acrylmischung. Dann kann man die Gouache-Farben nicht wieder mit Wasser anlösen. Besonders spannend für Hintergrundeffekte. Wenn man natürlich einen schönen Hintergrund gestaltet hat, will man vielleicht nicht unbedingt, dass man, wenn man mit einem Pinsel drüber geht, den Hintergrund wieder ruiniert, weil er sich vom Wasser reaktivieren lässt. Man kennt es. Man kennt es. Aquarellmaler kennen es. Siebtens, hier mal der deutlich dargestellte Unterschied zu einer Fläche Gouache-Farbe, einer Fläche Aquarellfarbe und einer Fläche Deckmalfarbe aus dem Schulkasten. Das ist die unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheit. Gouache erzielt halt den, wie soll ich sagen, saubersten, glattesten Effekt. Wasserfarbe lässt immer die Textur des Papiers hindurchscheinen und Deckfarbe ist schwierig, sie kommt an Gouache fast heran. Die Konsistenz von Deckfarbe ist nur, sie ist nicht ganz so rein und sauber, wie Gouache das darstellen kann. Das liegt an den unterschiedlichen Verarbeitungsprozessen und Bindemitteln. Achtens, ein ganz wichtiger Bestandteil von Gouache ist eigentlich der ursprüngliche Zweck dieser ganzen Farben. Das war ein Mittel für die Reproduktion. Mit Gouache hat man Illustrationen für Bücher erstellt, Plakate und so weiter und so fort. Da wurden Bilder angefertigt, die später reproduziert werden sollten. Entweder wurden sie auch malerisch reproduziert oder sie wurden mit Druck reproduziert. Alles in allem konnte man mit Gouache halt sehr simpel mit deckenden Farbflächen arbeiten, die sich leichter reproduzieren ließen und deswegen sind die Techniken bei Gouache auch in die Richtung gehen, dass man mit sehr flächigen Effekten arbeitet, weniger geblendet, sondern eher schon vektorgrafisch. Und weil Gouache-Farben für die Reproduktion gedacht waren, hatte man die Haltbarkeit von ihnen nicht so im Kopf. Ja? Sie lassen sich sehr, sehr, sehr gut miteinander mischen. Das bedeutet, die Primärfarben sind hier mal wieder eure besten Freunde.
Freunde. Also konnte man auch günstig arbeiten, wenn man wenig Farben brauchte, wenig Farben besitzen musste, um alle Effekte zu erzielen. Und zum anderen, naja, da das Ganze nicht lange halten musste, mussten das auch keine sehr lichtechten Pigmente sein. Keine lichtechten Farben, mit denen man gemalt hat. Achtet also darauf, wenn ihr Gouache kauft, dass ihr euch anschaut, wie lichtecht sind die Farben. Von den modernen, heutigen Firmen kann man eigentlich erwarten, dass die Gouache-Farben sehr lichtbeständig sind und sehr langhaltend. Aber auch das Bindemittel spielt hier wieder eine große Rolle. Auch das muss natürlich möglichst lange halten. Wenn ihr dann bei teuren Firmen wie bei Holbein und Schminke zugreift, könnt ihr schon davon ausgehen, dass ein Gouache-Bild mit diesen Farben eine ganze Weile an der Wand hängen kann, ohne dass es ausbleicht. So, also die Einkaufsliste. Wir wissen jetzt, was ist Gouache, wozu war Gouache gedacht, aber wie arbeitet man jetzt mit Gouache, was brauche ich denn für Gouache? Anfängertipp Nummer 1, frische Farben. Kauft Gouache am besten erstmal in der Tube. Es ist leichter, die Flüssigkeit von Gouache zu kontrollieren, wenn man direkt aus der Tube arbeitet. Direkt aus der Tube ist die Farbe fast meistens perfekt in der Konsistenz, um schön deckend und cremig Flächen auszufüllen. Ja, dann erinnert das Ganze doch sehr stark an vermalbare Acrylfarbe, nicht zu verwechseln mit flüssiger Acrylfarbe. Und naja, wenn man halt dann ein bisschen Wasser hinzufügt, kann man dafür sorgen, dass halt das Gouache immer in der gleichen Flüssigkeit bleibt. Und es ist einfach leichter, diese Honigkonsistenz, diese cremige Honigkonsistenz aus der Tube zu nutzen, als sich das zum Beispiel von angetrockneter Gouache-Farbe anzurühren. Das geht auch, ist aber halt Übungssache, ne? Kann man auch machen. Ich finde diese trockenen Pens von Caran d'Ache zum Beispiel recht gut zu nutzen. Zweiter Tipp, limitiert eure Farbpalette. Das hilft immer, damit man nicht überfordert ist mit Mischungen und Farben, während man ein neues Medium kennenlernt. Und wie gesagt, die Primärfarben sind hier wieder euer großer, bester Freund. Magenta, Cyan, Gelb, Schwarz, Weiß und Mischweiß. Und damit habt ihr dann richtig viel Spaß, eine große Palette und könnt alles ermischen und euch halt innerhalb dieses Bereichs dann auch wieder so ein bisschen limitieren, damit ihr es nicht allzu bunt auf dem Papier treibt. Wobei, Bright Mons, go for the rainbow. Tipp Nummer 3, Pre-Mixing. Mischt eure Farben im Vorfeld schon mal zusammen. Schaut euch an, wie die Farben auf dem Papier performieren. Notiert euch im Zweifelsfall, welche Farben ihr genutzt habt oder welche unterschiedlichen Mischungen, um eure Farben für euer Bild zusammenzustellen. Dann gerade wenn man halt eben mit einem Medium arbeitet, das zum Mischen gedacht ist, zum Ermischen von Farben gedacht ist, kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen, wenn man einen grünen Wald malt und dann will man wieder den gleichen Grünton und dann kann man ihn nicht wieder ermischen, weil man vergessen hat, wie. Es ist ein bisschen Übungsprozess. Am besten macht ihr das Ganze auf einer Porzellanpalette. Und es muss keine Palette sein, ihr könnt einfach einen weißen Porzellanteller nehmen. Erstens kann man die wieder sehr gut sauber kriegen und zum anderen sind die wesentlich günstiger als diese Künstler-Porzellanpaletten. Die sind zwar toll mit ihren Einbuchtungen, aber das braucht man für Gouache überhaupt nicht. Ich benutze eine Sushi-Palette, die hat 2 Euro im Dekoladen gekostet. Ja, easy! Und da ist auch schon der nächste Punkt mit drin, wenn wir schon sagen Pre-Mixing und üben und testen, testet eure Farben aus. Gouache, könnte man sagen, ist so ein bisschen so ein kreidiges Medium. Das merkt man auch, dass wenn man Gouache-Farben trocknen lässt, mit den Fingern drüber geht, hat man auch wieder ein bisschen Farbe am Finger. Es ist kreidig und wir alle kennen die Tafelkreide. Wie sieht die aus, wenn sie feucht ist? Richtig, ganz anders als trocken. Und das ist bei Gouache ganz oft der Fall. Nicht unbedingt bei der direkten Farbe aus der Tube, aber bei Gouache ist es sehr, sehr gängig, dass man alles mit ein bisschen Weiß mischt. Tatsächlich, das trennt die Pigmente der einzelnen Farbtuben auf, streckt sie ein bisschen, erzeugt Leuchtkraft und ermöglicht eine bessere Mischung zwischen 2 oder sogar 3 verschiedenen Farben. Und weil eben Weiß, gerade wenn es mit Wasser gesättigt ist, eine ganz andere Konsistenz hat, als wenn es getrocknet ist und anders die Lichtstrahlen reflektiert, ne, weil halt einfach die Feuchtigkeit entsprechend fehlt, verändern sich Farben beim Trocknen von Gouache teilweise extrem. Und ihr denkt, was, oh, es leuchtet gar nicht richtig. Und dann trocknet das Bild, oh scheiße, das leuchtet so doll. Das kann tatsächlich passieren. Gerade bei den Primärfarben, da gehe ich jetzt mal gerade ganz kurz drauf ein, wenn ihr Magenta, Cyan und Gelb nutzt als Primärfarbentuben, da gibt es diverse Sets von den diversen Gouache-Firmen, dann ist es so, dass die hochpigmentiert sind. Und das
pure Magenta aus der Tube ist nicht zu nutzen. Das ist so krass Magenta. Damit kannst du, das ist schon dunkel. Es geht schon in so eine Richtung, dass du schon denkst, so wow, ist die Farbe aber dunkel. Man muss es entweder mit Wasser verflüssigen, was es transparent macht, oder mit Weiß strecken. Und ja, wenn man das nur ein kleines bisschen mit Weiß streckt, dann ist das immer noch so ein satter Magenta-Ton. Aber eben gerade durch das Weiß, durch die Pigmentierung von dem Weiß oder gerade wenn es Titanweiß ist, sehr stark verändert. Wenn es runtertrocknet, sieht es anders aus. Testen. Jetzt die große Frage, welche Farben von welcher Marke kauft man sich? Und da gehe ich jetzt ganz subjektiv ran, denn ich könnte viele Videos über die Thematik machen. Das ist nämlich wieder, wie soll ich sagen, sehr komplex. Also jetzt ganz grob meine persönlichen Empfehlungen, was würde ich kaufen? Ich würde Hohlbein kaufen, und zwar ein Primärfarbenset, denn man braucht eigentlich nicht mehr als die Primärfarben, um mit Gouache zu arbeiten, und kann sich dann mal vielleicht die ein oder andere Farbe dazu kaufen. Von Hohlbein gibt es ein Primärfarbenset extra dafür schon zusammengestellt, und da ist natürlich Magenta, Gelb, Cyan, Schwarz und Weiß drin, und damit kommt ihr sehr weit und habt sehr viel Spaß. Das sollte man sich tatsächlich einfach leisten. Die 10 Euro mehr, die das vielleicht kostet als ein anderes Set. Wow, sie sind sehr glatt, sehr deckend, sehr strahlend, hochpigmentiert, lassen sich wahnsinnig gut mischen. Und ja, die Primärfarben sind da euer bester Freund. Jetzt nicht zu verwechseln mit der klassischen Academy Quality Gouache von Schminke, die gerne angeboten wird, hier zu sehen in der Kamera. Ebenfalls ein Primärfarbenset werdet ihr wahrscheinlich finden, wenn ihr das Ganze auf Amazon sucht. Finger weg! Die Künstlerqualität von Schminke ist sehr gut im Gouache-Bereich. Aber guckt euch das mal an, dieser streifige Haufen. Boah, das ist nicht Gouache, damit will ich nicht arbeiten. Das ist Academy Quality. Und seht ihr mal, wie schmutzig das Ganze sich hat mischen lassen? Wie dunkel das Violett ist? Nee, das ist ja wie aus dem Pelikankasten. Da kann ich ja gleich mir so trockene Näpfchen von Caran d'Ache kaufen. Die erinnern tatsächlich sehr an die Deckfarben aus dem Schulmalkasten, sind allerdings wesentlich cremiger, pigmentierter, farbergiebiger, als das halt euer Pelikankasten liefert. Deswegen übrigens so eine tolle Alternative für die Schule. Ne? Lehrer werden den Unterschied meistens gar nicht kennen, dass das eine Gouache ist und das andere Deckfarben. Das gehört ja eh zur Deckfarbenfamilie. Von daher, wenn ihr noch nach einem Schulmalkasten sucht, nehmt den von Caran d'Ache. Und wenn ihr halt sagt, ich habe nicht genügend Geld für Hohlbein oder ich will mehr Farben haben, dann könnt ihr auch die Tuben oder eben diesen Kasten von Caran d'Ache nehmen. Die sind ganz fein, damit kommt man ganz gut weit. Sind allerdings natürlich nicht annähernd so deckend wie das, was ihr von Hohlbein als Qualität bekommt. Amazon wird euch eventuell auch noch diese Gouache-Farben ins Gesicht drücken wollen. Da gibt es ja diverse andere Firmen, noch Arteza und Co. Hast du nicht gesehen? Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht ausprobiert, habe ich auch nicht vor. Aber diese Jelly-Gouache-Farben sind ja auch auf YouTube sehr beliebt, deswegen will ich dazu kurz was sagen. Die stinken. Gouache sollte nicht stinken. Sie stinken nicht immer, das ist noch ein größeres Problem. Das bedeutet, bei manchen Leuten unterscheidet sich anscheinend die Qualitätsstufe. Das sind die Originaldinger und ja, sie stinken, sie decken nicht sonderlich gut und so leuchtstark sind sie auch nicht. Und das Schönste an der ganzen Geschichte ist, ich habe die Dinger schon schimmeln sehen. Ja, und das nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Leuten. Kurz gesagt, Finger weg. Die Inhaltsstoffe von den Dingern sind bedenklich und sonderlich lichtecht sind sie auch nicht. Wenn ihr euch also fragt, was ihr euch kaufen sollt, Hohlbein oder noch ein anderer Name, Daila Rowney Design Quality Gouache. Ne? Genauso gut wie die von Hohlbein. Ja, ich sollte noch mal extra Videos zu den einzelnen Marken machen. Kommt dann eventuell auch, aber das ist jetzt meine kurze Zusammenfassung für euch. So, welche Farben, welche Pinsel, Isa, welche Pinsel? Tja, da könnt ihr ganz günstige Synthetikpinsel aller verschiedener Art und Form nutzen. Und naja, wenn wir schon davon sprechen, dass wir tolle Bilder herstellen wollen, dann braucht man natürlich auch Papier. Ja, dann nehmen wir am besten Aquarellpapier. Und ich sage da immer 100% Baumwolle. Das ist einfach für Gouache super gut. Es ist ein Medium, das sich stark ins Papier saugen möchte. Also das, ne, die ganze Flüssigkeit saugt sich fest ins Papier. Es trocknet dann auch schneller. Es sieht so viel glatter und sauberer aus. Gouache auf wunderschönem 100% Baumwollpapier ist einfach ein Traum. Und das Ganze am Ende bitte mit einem Fixativ fixieren. Ein Sprühfixativ für Aquarell, Acrylfarben ist hier sehr zu empfehlen. Aber bitte benutzt ein Künstlerfixativ, kein Haarspray. Und dann, um schon mal auf die
nächsten Videos zu Gouache hinzuteasern. Wenn man erstmal alles beisammen hat, dann arbeitet es sich mit Gouache wunderbar in den verschiedensten Techniken. Meistens geht es dünn, mittel, dicke Farbe. Man fängt mit dünnen Schichten an und wird immer kräftiger, deckender und deckender. Man arbeitet also dünn zu dick, meistens auch von grob zu detailliert, und man blockt Bilder, könnte man sagen. Also man benutzt halt ja Farbflächen, die nur grob ineinander geblendet werden, um ein Bild zu gestalten. Das bietet einem sehr viele Möglichkeiten, von der Thumbnail-Gestaltung hin bis zu den plakativsten Arteffekten. Das ist etwas, was ich euch im Detail gerne im nächsten Video zeigen möchte, denn wie ihr sehen könnt, habe ich alleine schon durch die Vorstellung dessen, was es alles rund um Gouache gibt und wie man das Ganze teilweise nutzen kann, 15 Minuten eurer Zeit auf dem Gewissen. Ja, wenn man das richtig machen will, dann muss man viel reden. Weiß ich nicht. Bin einfach eine Laberbacke, ihr kennt mich. Wir sehen uns im nächsten Gouache-Video wieder. Es war mir eine Freude. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye! Das ist total tolle Musik. Das ist total tolle Musik. Und das Video an und lass ein Abo da dran.